Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich auch mal wieder am Start und es ist 22.04 Uhr. Ich weiß, ich hätte schon im Bett sein müssen, da der Sandmann ja schon vorbei ist. Aber ich bin Gangster und drehe jetzt noch ein Video. Ja Leute, wir sind kurz vor den 40 Abonnenten. Es ist geil, da ich vor einer Woche erst die 30 geknackt habe. Weiter geht's Leute. Die hier ist leider wieder nicht die Fußball-Challenge. Die kommt wann anders, da ich organisatorisch keine mehrere, also ich brauche ja für die Trickshot-Challenge, brauche ich ja einen Kameramann, damit ich schießen kann und da man mich halt noch sehen kann, halt einen Kameramann, ne? Und ich habe leider keinen, deswegen ich werde euch da eh Bescheid geben, deswegen alles gut. Heute also, wie gesagt, eine weitere mystische Geschichte. Okay, würde ich sagen, let's go. Ja, in dieser Geschichte geht es um eine Frau, deren Namen ich nicht kenne. Wie in jedem Video, wie im letzten Video, wie in jedem Video, habe ich das nicht schon gesagt. Ich nenne sie einfach mal Nicole. Als Nicole an irgendeinem Abend, ich weiß nicht wann und wo, durch einen Flur gehen wollte, guckte sie in einen Spiegel und sah da einfach eine richtig hässliche Fratze. Ich meine natürlich eine gruselige Fratze, weil hässlich wäre ja denn wohl meine. Ich habe mich ja gerade selbst geroastet. Hä? Okay, weiter geht's. Nicole hat sich natürlich sehr erschrocken, rannte dann sofort ins Schlafzimmer, wo ihr Mann war, und hat ihr das natürlich erzählt. Ihm. Meine ich ihm. Weil ist ja keine sie, ne? Ist ja ein I. Ist ja ein R. I bin eins dumm. Der Mann hängte einfach den Spiegel weg und dann war für die nächsten Monate eigentlich alles okay. Er sagt, in den nächsten Monaten musste dann aber der Mann auf eine Geschäftsreise und musste die Frau dann alleine lassen. Auf jeden Fall war sie halt alleine in ihrem Wohnzimmer und hat dann ein Buch gelesen. Ganz normal, was so Menschen machen. Außer ich lese keine Bücher. Ja, what the fuck? Wie gesagt, ich komme immer wieder vom... Thema ab. Auf jeden Fall hörte sie dann im oberen Bereich des Hauses ein lautes Knacksen. Sie ging natürlich direkt hoch, aber leise, weil es ja ein Einbrecher hätte sein können. Und es war auch ein Einbrecher. Dum, dum, dum. Wer hat sich den Skript geschrieben? Ich komme ja jedes Mal von dem Thema weg. Als Nicole dann den Einbrecher bemerkte, ging sie natürlich langsam, mittellangsam, die Treppe runter, um die Polizei zu rufen. Dabei hat die Treppe auch geknackst, da die schon ziemlich alt war. Der Dieb hat das natürlich gehört, weil der ja nicht taub ist. Auf jeden Fall rannte er dann zu Nicole und Nicole rannte natürlich direkt weg. Dann irgendwann war Nicole in dem Raum angekommen, wo dann auch der Spiegel war. Als der Mann dann auch in den Raum war, hat er in den Spiegel gesehen, die hässliche Gestalt bzw. das hässliche Gesicht von meiner Schwester gesehen. Weil er sich so krass erschrocken hat, taumelt er nach hinten und stolperte dann und fiel halt hinten um und ist mit dem Kopf halt und war ohnmächtig, ne? Ja. Nicole konnte dann ganz in Ruhe die Polizei rufen, die Polizei nahm den Einbrecher fest und alle lebten wieder normal weiter. Ja, das war die Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich es schon am Anfang gesagt habe, aber ihr seht jetzt hier so ein mittiges Bild. Ich habe jetzt meinen Monitor mal umgestellt und ich hatte auch vor, ihr seht es jetzt nicht, ihr seht da nur... Da, ein Plakat. Da kommt bald ein Vlog zu. Seid auf jeden Fall gespannt auf entweder nächsten Sonntag oder... übernächsten Sonntag, ich werde gucken, auf jeden Fall, seid ihr auf jeden Fall, Warum ist mein Deutsch kaputt? Ah nee, warum ist der Skript so scheiße? Und warum habe ich jetzt hier einen Ball? Was? Ja, die Auflösung kommt dann irgendwann in der Woche, da werde ich einfach nur so ein einminütiges Video machen oder so, ja, da kommt dann die Auflösung. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich natürlich wie immer freuen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert diesen Kanal, hier kommt jeden Sonntag ein neues Video. Ja, würde mich wie gesagt sehr freuen und dann sehen wir uns in der Woche wieder. Ja, tschüss.